Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Ich möchte euch heute zunächst danken. Ich möchte euch danken für jede Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt. Für jeden Kommentar, für jedes Abo, für jedes Liken, für jedes Teilen. Nur durch euch kann ich wachsen und ich möchte wachsen. Wenn ihr mich abonniert, dann klickt auf das Glöckchen, ihr Lieben. Das ist wichtig, damit YouTube euch informiert, wenn ich was hochgeladen habe. Das heißt, ihr verpasst mich nicht und ich verpasse euch nicht. Und deswegen habe ich so gewartet mit mich. Ich wusste, irgendwie geht es ganz schnell. Hier ist das alte Karma rausgefallen. Das alte deshalb, weil diese Karte eine alte Karte ist. Das hier sind zwei Kartendecks. Einmal mit Zusatzkarten und einmal ohne. Das heißt, diese 36 Ursprungskarten, die sind zweimal enthalten und die Zusatzkarten, die gibt es dann einmal. Also, heute ist hier rausgefallen in der Reihenfolge Karma-Auflösung, Herzenskarma-Auflösung. In dieser Woche gibt es in jeder Legung nur ein Kartendeck und das hier ist von Giro Marchetti, das Gilded Reverie Lenormand-Kartendeck, ihr Lieben, und ich lege die Neuner Legung. Wir haben die Vögel, wir haben die Brücken und wir haben die Masken, die Wolken, das Buch und der Eisbär. Wir haben die Mäuse, die Dame und wir haben die Vögel. Also das ist ja mal wieder super interessant, ihr Lieben. Es beginnt mit den Vögeln, mit der Aufregung und es endet mit den Vögeln, aber hier sind es die Seelenpartner. Hi, also Angst. Angst herrscht hier vor. Einmal unter den Karten, einmal ist das die Karte, wo du reinschaust. Aber du hältst das offene Buch in der Hand, weil dieses Buch sich jetzt öffnet. Die geschlossene Seite ist zu der Halbsonnenseite, Regenseite. Das heißt, es ist noch nicht ganz geöffnet, aber es öffnet sich. Und am Ende des Tages sitzt du da mit diesem offenen Buch. Und du schaust, du weißt genau, was kommt. Du schaust in diese Karma-Auflösung. Es geht hier nicht nur um die romantische Liebe, ihr Lieben. Es geht hier um die Leidenschaft. Vielleicht die Leidenschaft, dass du ihr etwas tust. Oder eine Leidenschaft zu dem, was du gerade machst oder was du gerne machst. Ein Hobby zum Beispiel. Und dieses Buch öffnet sich durch diese Aufregung, die an diesem Tag, mit der es beginnt. Und es ist so, dass hier die Leute zusammenkommen. Sie kommen zusammen, sie landen praktisch, vielleicht kommen sie mit dem Flieger und sie landen in diesem Zuhause. Und dann geht es, wird geschnattert und es wird viel geredet. Und zwar Gerede. Wirklich, da geht es um Neid, es geht um Missgunst, es geht um hinter dem Rücken reden, es geht um keine gute Energie. Aber genau das ist das, was passieren muss. Beziehungsweise dieses Gerede gibt es dadurch, dass etwas hier passiert ist. Dieses Karma ist rausgetreten, aufgelöst, aufgegangen, es zeigt sich. Und weil das passiert ist, gibt es jetzt die Wege zu einem anderen Leben. Diese Maske, die steht dafür, dass man sein Gesicht wandelt, dass man von der Unzufriedenheit in die Zufriedenheit kommt, dass man vom Nein zum Ja kommt, dass man vom Gefängnis in die Leidenschaft geht. Und das ist die Brücke und dieses Tor, es ist das Tor zum Wandel, zum inneren Wandel. Und ich habe das Gefühl, dass diese Vögel hier, die mit ihrem Flügelschlag wirklich dieses Geschwätz, dass das hier die Wolken vertreibt, dass die Klarheit immer mehr reinkommt, dass du dann weißt, hey, also so will ich das nicht mehr.
Und dann entscheidest du dich, du triffst eine Entscheidung. Aber es wird eine schwere Entscheidung werden, eine schwere Entscheidung, weil hier ist etwas, was an dir knabbert. Und zwar die Angst. Und die spüre ich gerade. Und sie geht ganz tief. Und es regnet auf diese Angst. Also zu der Angst kommt der Regen noch, dieses Nicht-Sehen-Können. Aber sei sicher, über den Wolken ist die Sonne. Und die Sonne ist auch Teil dieses Buches. Das Buch öffnet sich. Und könnt ihr euch vorstellen, ich sehe das gerade, wenn dieses Buch sich öffnet, dann ist diese Seite im Regen. Und es ist dann hier. Und die Sonne scheint auf das Buch. Die Sonne macht, gibt das Preis, was hier in deinem Buch, in deiner Geschichte steht. Und dieser Eisbär, der fühlt sich selbst kalt, der fühlt sich nicht wohl. Und der möchte auch am liebsten weg. Und ich hatte gestern, glaube ich, gestern war das mit dem Teufel, dass er dann auch so alleine war. Und genau das ist hier auch. Dieser Eisbär ist genau der Grund, warum es hier dieses Geschwätz gibt. Und er fühlt sich eiskalt. Und er will nur weg. Er will hier, im Grunde will er da liegen oder noch weiter raus. Aber ich lasse ihn da liegen, weil er das verdient hat. Weil er verdient hat, sich angucken zu müssen oder angeschaut zu werden, dass die anderen wissen, er war das, er hat diese Kälte reingebracht. Die Seelenpartner, es kann zweierlei sein. Das kann sein, dass du mit deinem Inneren einfach ins Reine kommst. Es kann aber auch sein, und das fühle ich hier, dass du das verlässt, dass du hier sagst, okay, das, wie es so ist, das möchte ich nicht mehr. Und ich gehe. Und du verlässt diese andere Eule, aber du siehst sie gar nicht, du weißt gar nicht, dass sie existiert. Vielleicht ist sogar diese eine Eule dieser Eisbär. In jedem Fall gibt es hier einen Wandel in die Sonnenenergie. Ja, das war's schon wieder. Ich bin schon wieder fertig. Es sind so klare Botschaften. Ich kann das gar nicht anders deuten. Ich will das auch gar nicht anders deuten. Ihr Lieben, habt einen wundervollen Dienstag. Macht's gut. Ciao.